It's beautiful, Mike. It really is. Bekannt wurde die Brennstoffzelle vor allem durch den Einsatz in den Apollo-Mondmissionen in den 1960er Jahren, als sie zuverlässig Strom für die Raumfahrt lieferte. Die Energiegewinnung durch eine elektrochemische Reaktion ist allerdings schon mehr als 180 Jahre alt. Und immer galt die Technologie als Energieerzeuger der Zukunft. Die Brennstoffzelle hat einen Wirkungsgrad von bis zu 60%. Zum Vergleich, Verbrennungsmotoren erreichen gerade einmal 30 bis 35%. In den folgenden Jahrzehnten wurde sie in verschiedenen Anwendungen als Stromerzeuger verbaut. Zum Beispiel in Messstationen, beim Camping, in kommerziellen Fahrzeugen, aber auch in Kraft-Wärme-Kopplungssystemen. Im Straßenverkehr hat sie sich, bis auf wenige Ausnahmen, allerdings noch nicht durchgesetzt. Technologisch ist faszinierend, dass man das, es geht um eine alte Technologie, die schon lange existiert, sprich die Brennstoffzelle, aber die jetzt durch das Thema E-Mobility und Energiewandel in ganz neuen Stellenwert bekommt. Der Markt für Brennstoffzellentechnologie war noch nie so breit wie aktuell. Noch sind die Brennstoffzellen allerdings sehr teuer. Sie kosten das 5- bis 6-fache von Verbrennungsmotoren. Ein Ansatzpunkt, um die Technologie günstiger zu gestalten, sind die wichtigen Dichtungen für Brennstoffzellen, die Freudenberg Sealing Technologies entwickelt. Gemeinsam mit den Kollegen von Freudenberg Performance Materials und Freudenberg Technology Innovation arbeitet FST intensiv an Produkt- und Prozessoptimierungen. Die größte Herausforderung ist klar die B. Kann ich dieses Material handeln? Es ist ein speziell entwickeltes Material für die Brennstoffzelle mit sehr guten Permeationseigenschaften, aber es lässt sich schwierig verarbeiten. Um das Verfahren zu verbessern, optimierten die Entwickler zum Beispiel den Spritzgießprozess, bei dem die innovative Gasdiffusionslage auf Fließstoffbasis oder die Bipolarplatte ihre kundenspezifisch angepasste Rahmendichtung erhalten. Der Einsatz einer Kaltkanaltechnologie sorgt dafür, dass überschüssiges Material im Angusssystem nicht vernetzt und so weiter verarbeitbar bleibt. Ergebnis: Die Materialkosten sanken erheblich und auch die Verarbeitungszeit und damit Energiekosten konnten reduziert werden. So gut das Elastomer in der Anwendung funktioniert, so schlecht lässt es sich wegen seines Adhäsionsverhaltens, vergleichbar etwa mit Silikon, aus den Formen lösen. Um das zu optimieren, hat FST das Verfahren automatisiert und so die händische Entnahme überflüssig gemacht. Der Markt für das innovative Verfahren und die dabei entstehenden Produkte ist groß. Und wenn die Brennstoffzelle günstiger wird, wird sie sich auch in Bereichen wie der Mobilität oder in der Energieerzeugung etablieren. Einen wichtigen Beitrag dazu hat FST nun geleistet.